Russian Cup, hat sich das dann ganz genau angeschaut, wer da Leistung bringt, hat sich dann hier für den sehr, sehr jungen C4 entschieden, wobei dann der 28-jährige Viktor Melantjev auf der 3 ja schon der Opa in diesem Club des russischen Boots ist. Und am besten den Start getroffen haben eben die Russen auf der Bahn 8. Hier haben wir sie im Blick ganz vorne auf der ersten Position. Kirill Chamchurin auch schon im C1 sehr, sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Zumeist aber sehr gerne erfolgreich in den Mannschaftsbooten unterwegs. Dann haben wir eben die Weißrussen auf der Bahn 4, die unendlich viele Medaillen gewonnen haben. Wenn ich jetzt anfangen würde, was die schon alles eingesagt haben in der Vergangenheit, auch gerade eben im C4, dann würde ich, glaube ich, jedes Zeitlimit dieser Sendung sprengen. Die Weißrussen und die Russen. Das wird hier sicherlich das Duell sein. Gucken wir mal, wo sich die deutschen Herren befinden. Da noch schön im Mittelfeld eingebettet. Hier sind wir wieder bei den Weißrussen. Dmitri Rabchanka ganz, ganz vorne. Das sind die aktuellen Europameister, die aber im Moment so ein bisschen hinterher humpeln, die Russen immer noch in Führung. Das deutsche Boot sieht das im Moment auch noch recht gut aus. Ist noch dran an den Booten, die noch darüber sind. Die Usbeken noch sehr gut im Rennen. Die Usbeken, die ja dann noch ihre ganz großen Meisterschaften mit den Asienspielen haben werden. Das hat einen ungeheuren Stellenwert dann eben auch für solche Länder. Die wissen, hier bei der WM, da muss man sich richtig lang machen, um was zu gewinnen bei den Asienspielen. Ja, sie wissen das. Auch gerade so Tadschikistan, Kasachstan, Usbekistan. Die werden ja zu Hause mit Gold überhäuft, wenn die Gold bei einer Sportveranstaltung gewinnen. Und deswegen ist denen das so enorm wichtig. Im Moment hier bei dieser WM, in diesem Rennen, aber weiterhin die vier Herren aus Russland allerbestens unterwegs. Können sich immer noch vor den Weißrussen halten und dann müssten es immer noch die Usbeken auf der dritten Position sein. Eine andere Kameraeinstellung wäre jetzt ganz hilfreich bei der Einsortierung der ganzen Geschichte. Die Russen, das können wir sehen, die sind weiterhin in Führung. Die Weißrussen dahinter, aber was tut sich dann auf der Position 3? Noch sind die Usbeken. Noch sind es die Usbeken, die werden jetzt aber angegriffen auf der Bahn 6 von den Ungarn. Andras Vas, Tamás Kirch, Pál Záruri und David Varga. Die greifen jetzt noch einmal die Usbeken an. Und die Weißrussen, die attackieren jetzt die Russen. Auch hier in dieser Disziplin nochmal ein richtig spannendes, packendes Finale. Die Russen aber mit dem Messer quer zwischen den Zähnen. Die wissen ganz genau, wie viel Lobpreis und Ehr ihnen zuteil wird, wenn die das Ding hier durchbringen. Und das machen sie auch. Und das machen sie am Ende souverän. Und jetzt müssen sogar noch einmal die Weißrussen zittern um die Silbermedaille. Vielleicht ist die am Ende sogar nach Ungarn gegangen.